Er hat zum Glück ja gesagt. Ich habe es auch jetzt am Wochenende bekommen. Die Rede ist von Night of the Living Dead. Ich habe es. Das Mediabook. Und mit dem Filmplakatmotiv. Ich bin happy. Und lieber David, ich danke dir tausendmal. Du hast mir einen riesen Gefallen damit getan. Fand ihn gut. Fand ihn sogar besser als den von George Romero. Du, lieber David, fandst den natürlich von Romero besser. Das war mein Glück. So konnte ich den Film tauschen. Und ich hatte natürlich noch das Passende zum Tauschen. Also von daher hat es gepasst. Willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es schon in Pro Clips vor dem Intro mitbekommen habt, habe ich ja mit dem lieben Thorsten von Cinema 8 Film Review das Mediabook zu Night of the Living Dead 1990 getauscht, weil mir der Film jetzt wirklich nicht so sehr gefallen hat, wie ich mir ihn erhofft hatte. Ja, meine Fresse, dann guck doch Porno Holocaust. Da hast du was von. Und da habe ich gesagt, nee, falls irgendwann mal eine M-Ray kommt, dann holst du dir die. Der Film ist jetzt nicht wirklich ein Mediabook wert. Und falls nicht, dann habe ich ihn zumindest mal gesehen. Und ja, muss aber hier wirklich nicht rein. Wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht so toll. Und wie dem auch sei, hat mir dann was zum Tausch angeboten, was ich lustigerweise einen Tag davor schon im Warenkorb hatte, als Single Blu-Ray. Und habe es auch dann wieder gelöscht. Und einen Tag drauf später kam die E-Mail vom Thorsten. Und da war der dann mit dabei. Im Mediabook habe ich gesagt, das machen wir. Dann können wir tauschen. Wir haben getauscht und ja. Also er hat dann geschrieben, ich habe keinen größeren Karton gefunden. Also habe ich dir noch etwas hinein mysteried. Also er hat hier noch viel mehr reingetan, als wie notwendig war. Thorsten, vielen Dank. Das Ding ist echt, ist groß, es ist schwer, es ist hochwertig. Ja, schauen wir da einfach mal rein, was hier drin ist. Ne? Neben dem Tauschfilm, den wir uns ja ausgemacht hatten. Immer vom Körper weg, wir können auch ein Stückchen weiter weggehen, dann passiert uns nichts. Könnt ihr das überhaupt sehen? Wir rutschen das mal noch so. Ja, also wie gesagt, und wie es meistens so ist, Mystery-Pakete ziehen Tauschpakete nach sich. Es könnte der Fall sein, aber mal sehen, ob hier irgendwas doppelt drin ist oder nicht. Oder vielleicht ist sogar was für ein Schorsch dabei, ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal nach. So, mal gucken, wie es. Oh, es ist ja ziemlich spoilermäßig verpackt. Da würde ich mir jetzt mal. Stört euch? Ja, warte mal, was könnte euch denn stören? Nee, gar nichts. Eigentlich sehe ich gerade. Könnte das so abschneiden. Aber nee, das stört. So. Jetzt ist besser. So, dann machen wir das mal hier so, wie ein großer anderer YouTuber aus dem Süden, aus Wuppertal. Gut, dann schauen wir da einfach mal, was hier drin ist, ohne uns zu spoilern, dass es hier auch schön überraschend bleibt. Und ich hier schon. Oh, gebratene Erdnusskerne. Die esse ich auch sehr gerne, obwohl ich mir die eigentlich nie kaufe. Aber ich weiß, dass sie lecker sind. Oh, ach, das ist der Zutatenzucker. Das süße Zeug, aber lecker ist es. Das, dafür schon mal danke. Mal gucken, ob ich hier auch einen Film erwische. Oh, Area 4407 Uncut. Das ist doch hier der Flugabsturz. War erst der Anfang. Das sieht mir nach Dinosaurier, Creature Feature Trash aus. Könnte Laune machen. Auf jeden Fall könnte Laune machen. Hat
Hat sogar ein Wendecover, das ist geil. Das ist, ja, steht aber drauf. Cool, geil. Könnte Laune machen. Für einen Abend unter Kumpels oder zu zweit. Geil. Ich nehme mir mal das Styropor hier raus. So, jetzt haben wir einen leichteren Zugriff. Und, oh, eine Blu-ray. Eine Blu-ray. Kursk oder Kursk. Niemand hat eine Ewigkeit. Oh, sagt mir gar nichts. Auch die Zuschauer nicht. Aber ist von Luc Besson. Ja? Vom Regisseur von Leon der Profi und das fünfte Element. Also von daher erwarte ich hier doch was. Auf jeden Fall erstmal was Unterhaltsames. Geil. Hat auch ein Wendecover, das ist schön. Aber wer hier mitspielt, Matthias Schoenhurst, Lea Seydoux, Colin Firth, also die sagen mir gar nichts. Ist wahrscheinlich so ein U-Boot-Film, ja. Geil. Im Stile von dem U-Boot-Film natürlich schlechthin, das Boot. So, ich sehe nichts, greifen wir weiter hinein. Oh, noch eine Blu-ray. Global Storm, die finale Katastrophe. Sagt mir auch nichts, ist von, oh, von Tiberius-Film, da muss man aufpassen. Da hast du recht. Ah, Hauptdarsteller sagt mir auch nichts, gedreht von Exclusive Production, directed by, steht gar nicht da, Director of Photography. Aber man kann auf jeden Fall mal reinschauen, denke ich hier, könnt ihr mal gucken. Krass. Ah, hier sieht man auch die untergegangene Freiheitsstatue. Also verspricht auf jeden Fall schon mal eine krass Katastrophe. Ob das auf den Film zutrifft, werde ich ja sehen, aber mal sehen. Noch eine DVD. Oh, das sieht schon wieder, das sieht schon wieder geil, monstermäßig trashig aus. Höhle des Grauens. Psycho-Horror mit Trash-Monster. Das ist doch, ist das nicht sogar dieser übelste? Tommy Kirk, Shirley Bowen. Also Dings sagt mir jetzt nichts. 2020 rausgekommen, leider kein Produktionsjahr des eigentlichen Films. sieht schon mal geil aus. Das ist ja. Guckt euch das mal an, das ist ja so ein Trash, das wird definitiv hier drin landen. Geil. Wir tun das mal alles auf dem Stapel, damit wir dann hier am Schluss des Videos wieder einen schönen Stapel haben. So. Also er hat ja jede Menge reingepackt. Das ist übelst krass. Running Dead sagt mir auch wieder nichts. Es sind Titel dabei. Die sagen mir nichts. James C. Burns, Call of Duty. Mhm. Also jetzt machen schon Game-Entwickler Filme oder was? Running Dead. Sieht auf jeden Fall nach Zombie-Horror auf einer Insel aus. Ihnen wird das Blut in den Adern gefrieren. Ja, immer solche leeren Versprechungen. Wir werden mal sehen. Aber bis jetzt haben alle ein Wendecover. Das ist geil. Das ist super. So, noch eine Blu-ray, wie ich es erfüllen kann. Gesetz der Straße. Oh, jetzt wird's langsam hochwertig. Ja. Richard Gere, Don Cheadle, Ethan Hawke und Wesley Snipes. Vom Regisseur von Training Day. Kinowelt Blu-ray. Mit Wendecover wieder. Ja. Doch. Gedreht von, werden denn gedreht? Regie Antoine. Das kann ich nicht lesen. Fodula. Keine Ahnung. Irgendwas Französisches. Ja. Noch eine Blu-ray. Meine Güte. Oh, und der Roten Emerald, das ist gut. Die sind mir nämlich ausgegangen. Ich brauche welche für meine Grindhouse-Sammlung. Den habe ich schon mal im Geschäft gesehen. Ja, A Thought of Ecstasy, genau. Oh, das ist ja schon wieder. Das ist, kann ich euch das zeigen? Das ist was Nacktes. Das ist ja auch Schweinerei. Oh. Ich zeige es mal ganz kurz. Von Koch Media herausgebracht. Könnte was sein. Ist das so was Arzi-Farzi-Erotisches? Klar. Sind wir mal gespannt. Natürlich wird nichts an Nymphomaniac rankommen. Das ist für mich schon mal beschlossene Sache. Aber gibt ja immer wieder Versuche, ne, die es wert sind, mal einen Blick zu riskieren.
gerade habe ich es gesagt. Der Nymphomaniac, der Geistfilm aller Zeiten. Aber Thorsten, den habe ich schon. Den habe ich schon. Den würde ich mir zur Not doppelt reinstellen, weil der Film ist so geil. Alex, hier. Gucken, gucken. Du hast den selber. Naja, den musst du den mal gucken. Mal gucken, wem ich den hier gehe. Ah, das ist so ein genial geiler Film, wenn man sich die beiden Teile zusammen reinschaut, reinrendert. 5,5 Stunden. Ein Genuss, dieser Film. Mal von diesem ganzen Sexthema abgesehen, er ist einfach phänomenal gedreht. Die Story, der Anfang, das Ende. Und Christian Slater, den ich auch sehr gerne sehe, brilliert hier in einer Rolle. Also, boah. Volle 10 von 10, brauche ich keine Review drüber machen, wisst ihr jetzt schon, ich bin begeistert von diesem Film. Generell Lars von Trier Filme. So, wieder eine DVD. Gesprengte Ketten. Das ist sehr schön, dass du daran gedacht hast. Ah, den habe ich gestern erst auf Blu-ray erhalten. Geil. Oh, hätte ich mir nicht bestellt, hätte ich mich jetzt noch mehr drüber gefreut. Auf jeden Fall ein Klassiker, den man hier weiterreichen kann. An jemanden, der ihn noch nicht hat und unbedingt haben will, weil so leicht ranzukommen ist an den Film nicht mehr. So, das fühlt sich nach Steelbook an. Ja, das ist ein Steelbook. Oh, ich habe gerade verschwitzte Pfoten, das ist schade. Müsste ich dann mal sauber machen. Mexican Werewolf. Randy Mermel Presents. Mexican Werewolf. Der sagt mir auch gar nicht. Ist das De Niro? Nee, könnte ich mir schlecht vorstellen, dass der hier mitgespielt hat. Ja. Ihr könnt es mal. Krass. Exklusivvertrieb von IMB. Keine Abgabe unter 18 Jahren. Oh, ist hier, so wie das Ding aussieht, ist es hier wahrscheinlich in Deutschland gar nicht zugelassen. Wie gesagt, wenn ihr was zu all den Filmen zu sagen habt, bitte in die Kommentare. Es würde mich interessieren, noch bevor ich die angucke. So. Oh, hier ist noch so viel drin, Thorsten. Du bist doch verrückt. Katjes Family Utopia. Cool. Geil. Mit süßen kleinen UFOs. Geil. Ja, mit UFOs und Marsmenschen. Dass es sowas gibt. Geil. Das gibt es nur im Westen, sowas. Krass. Katjes. Ja, Katjes kann man essen, das stimmt. Oh, die habe ich echt noch nie gesehen. Das ist krass. So, ist hier da. Karton zu Ende? Nee. Ach Thorsten, du sollst doch nicht. Das ist doch... Oh nee, und noch sowas Großes. Das ist, oh, na, 48 Stück. Ja, wir rechnen mal mit so 20, 25 Minuten, bis das leer ist. Duffy Fee. Thorsten, vielen Dank. Die Duffy Fee geht immer. Die sind so lecker. Vor allem aus dem Kühlschrank. So, die eine Hälfte ist leer, jetzt greifen wir mal hier auf die andere. Und ja, hier hat er mir dann wahrscheinlich genau, hier ist das Tauschobjekt der Begierde drinnen. Aus den 60ern von Hammer. Ich mach's spannend. Von Anolis. Der Tag ist gerettet. Im Make-up-Book. Das Wochenende ist gerettet. Out of print. Das Jahr ist gerettet. Teuer wie Sau. Schutzhülle muss ich hier noch drum machen. Ah, es ist ein Prachtstück. Und der Film ist ja auch sehr, sehr hoch gelobt in den Hammer-Reihen. Ja, hier. The Devil Rides Out. Total geil. Richtig geil. Oh. Ja, wie gesagt, noch einen Tag davor, vor dem Tauschangebot, hatte ich den im Warenkorb. Die Single Blu-ray bzw. die doppelte Blu-ray-Edition haben wir aber wieder gelöscht. Und dann kam das Angebot zum Tauschen, habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ich bin großer Fan der Hammer Studio Produktion und da war alles wunderbar. So, hier haben wir noch nichts weiter, ein bisschen Zeitung und ein bisschen Styropor. Ja, also Thorsten, Wahnsinn, Wahnsinnspaket. Vielen Dank dafür noch für die ganzen Leckereien, auch für die Nüsse hier und natürlich für die Filme. Ey, krass. Also hier ist, ja, hier könnt ihr es nochmal sehen. Wahnsinn, da kann wirklich jeder Filmfan, egal welchem Geschmack er nur am meisten nachgeht, ob es nun die Klassiker sind oder wirklich tolle Filme oder auch Trash für zwischendurch, nur für
meine lockere Unterhaltung bis hin zum ja, zum spannenden Gangster-Straßen-Krimi-Film da ist. Und hier Katastrophenfilme und ist wirklich alles dabei, Thorsten. Vielen Dank, ich merke gerade, ich schwitze, es ist wirklich wieder extrem warm. Übelst krass. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich habe dir auch eine Riesenfreude gemacht mit dem einen Mediabook. Und ja, das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Hätte nicht gedacht, dass die Freude bei dir so groß ist, weil ich bin da von mir selber ausgegangen und fand den Film einfach nur... Nee. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank nochmal an den Thorsten und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Wie gesagt, gerne alle Kommentare zu diesen Filmen in die Kommentarfunktion. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dave von Dave's Movie Place. Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Hey, this is not a test. This is rock and roll. Nee, das ist ein Scheißfilm, ne?